Wir wurden am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in die Ortschaft Baienburg alarmiert. An der Straße am Untergraben hatte sich große Mengen Treibgut vor der Wupperbrücke angesammelt, die es galt zu entfernen. Zunächst wurde der Bereich großräumig erkundet. Das gilt zum einen für die Brücke, die man hinter mir sieht, zum anderen aber auch für die Brücke im Bereich Gasthaus Bielstein, mehrere hundert Meter flussabwärts. Nachdem die Situation hier erkundet wurde, ist entschieden worden, unsere Fachgruppe Räumen sowie eine Bergungsgruppe zu einer Stelle nachzualarmieren. Zunächst hat man sich hier mit unserem Telelader eine Zuwegung geschafft, um an das Flussbett der Wupper zu gelangen. Es hat sich hier als schwierig gestaltet, da es relativ matschig war. Nachdem die Zuwegung zur Wupper gesichert war, ist der Telelader in das Wasser gebracht worden und hat dann nach und nach den Unrat bzw. das Treibgut vor der Brücke entfernt. Unter anderem war dort auch ein Boot angespült, was wir ohne weitere Beschädigungen bergen bzw. retten konnten. Genau, hier im Bereich der Zuwegung, bevor wir uns die Zuwegung befahrbar gemacht hatten, hatten sich zwei kleinere Teiche im Uferbereich gebildet, wo sich Tiere bzw. Fische drin gesammelt hatten. Diese haben wir, als wir die Zuwegung für unseren Telelader geschaffen haben, der Wupper wieder zugänglich gemacht und den Fischen ermöglicht, diese Teichbereiche zu verlassen, um wieder zurück in den natürlichen Lebensraum zu gelangen. Das Entfernen des Treibgutes wurde anfänglich durch unseren Telelader manuell durchgeführt. Wir wurden dabei unterstützt von Kräften der Bundeswehr, die mit einem weiteren Bagger hier vor Ort sind und gemeinsam mit dem Telelader das Treibgut entfernt haben. Im weiteren Verlauf mussten Helferinnen und Helfer mit Warthosen und Absturzsicherungsgeschirr ins Wasser vorgehen, um Seile bzw. Stricke an dem Treibgut zu befestigen, um das dann letztlich entfernen zu können, weil im hinteren Bereich der Wupper der Wasserstand so hoch ist noch, dass nicht alle Teile der Wupper durch unseren Telelader zu befahren sind. Die Brücke, die man hier hinter mir sieht, war zunächst für den Fußgängerverkehr gesperrt worden, weil sich größere Baumstämme in den Brückenlagern verfangen hatten. Die Brücke Bielstein, das ist die, die ein Stückchen flussabwärts ist, ist schwerer getroffen. Dort ist unter anderem die Rampe, über die man auf die Brücke gelangt, großflächig unterspült und ausgeschwemmt worden. Weitergehend sind die Brückenlager beschädigt und aus unserer Sicht musste die Brücke zunächst gesperrt werden. Das ist auch der aktuelle Stand noch. Dort laufen derzeit auch noch keine Arbeiten von uns, weil wir uns auf die hier noch intakte Brücke konzentrieren. Die Gefahren hier sind auf jeden Fall, dass man aufgrund des stark verschmutzten Wassers nicht unbedingt sieht, wo die Helferinnen und Helfer hingehen oder hintreten. Wenn dieses Wasser betreten, ist also immer die Gefahr des Abrutschens und des Mitgerissenwerdens durch das Wasser. Insbesondere im hinteren Bereich reden wir halt davon, dass das Wasser noch so hoch ist, dass es durch den Telelader nicht mehr befahren werden kann. Die Kräfte werden dadurch gefährdet und müssen von uns mit Warthosen, Schwimmwesten bzw. dann mit Absturzsicherungsgeschirr gesichert werden, damit im Falle eines Abrutschens den Helferinnen und Helfern sofort geholfen werden kann und diese nicht abgetrieben oder weggespült werden können. Insgesamt haben sich vor beiden Brücken gesammelt rund 50 Kubik Treibgut angesammelt. Im hinteren Bereich kann man schon sehen, dass große Mengen davon bereits entfernt wurden und in einen großen Container entsorgt werden durch unsere Helferinnen und Helfer, damit die hier auch direkt abtransportiert werden können. An der zweiten Einsatzstelle wurde die Größenordnung zwar bestimmt, jedoch laufen dort noch keine Arbeiten. Das THW Wuppertal ist in Gänze hier aktuell mit 13 Einsatzkräften beschäftigt. Es ist aktuell die einzige Einsatzstelle im Stadtgebiet Wuppertal. Weitergehend sind wir aber auch in Euskirchen im Einsatz, wo weitere Helfer des Ortsverbandes Wuppertal derzeit an den Einsatzstellen gebunden sind bzw. die Stäbe der Feuerwehr unterstützen. Let's go by this.